Es wird ein Duell, auf das wir uns freuen. VW Passat und Ford Mondeo. Noch treten sie nicht direkt gegeneinander an, deshalb hier die Eindrücke der ersten Fahrten. Bisher gibt es nur den Kontakt mit dem 240 PS Diesel im Passat, deshalb lassen wir bei der ersten Bewertung den Motor mal außen vor. Im Gegensatz zum Ford bietet der Passat mehr Luft im Fond und 125 Liter mehr Kofferraum. Das Cockpit mit Touchscreen-Monitor wirkt hochwertiger, doch alles, was Spaß macht, kostet hier auch extra. Der VW wirkt eine Spur straffer, hält Aufbaubewegungen besser im Zaum, karft vor allem als Allradler noch stoischer um die Ecken als der Mondeo. Im Mondeo kommt 2015 der tolle Dreizylinder, doch laut Norm ist der durstiger als der VW Vierzylinder. Und endlich beendet Ford den Krieg der Knöpfe. Die neue Mittelkonsole funktioniert intuitiv und zuverlässig. Und luxuriöse 240 PS kosten im Mondeo 10.000 Euro weniger als bei VW, dann allerdings als Benziner und mit Vorderradantrieb. Auch bei Fahrspaß und Fahrdynamik ist der Mondeo agiler abgestimmt, wirkt bis tief in den Grenzbereich unbeirrbar, bremst fast wie eine Sportlimousine. Gegen den Nutzwertmeister Passat setzt Mondeo Fahrspaß und günstige Preise. Es wird ein spannender Kampf der beiden Kombis, wenn sie im ersten Autobildtest mit vergleichbaren Motoren und Ausstattung direkt gegeneinander antreten.